Nun, allem Anschein nach wurde ich für tot gehalten. Und in den letzten Jahrzehnten hat eine Vielzahl von Dilettanten erfolglos versucht, der Bevölkerung mein Wirken begreiflich zu machen. Der gesamte Krieg ist wohl nicht gewonnen worden. Der Russe hatte das Land mit dem Westen geteilt, wie Polen mit uns. Die Leitung der sogenannten Bundesrepublik obliegt aktuell einer klobigen Frau mit der Ausstrahlung einer Trauerweide. Diese Matrone hatte sich mit dem bayerischen Gemütstrinker zusammengetan. Einer erbärmlichen Kopie des Nationalsozialismus. Angesichts der SPD trieb es mir die Tränen in die Augen. Paul Löbe, Friedrich Ebert, Otto Wels. Lumpen ganz gewiss, aber Lumpen von Format. Leib und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Heute wurde die SPD von einem penetranten Wackelpudding und einer biederen Masthenne geleitet. Stricken für den Wechsel. Einziger Lichtblick ist eine wunderliche Partei, die sich die Grünen nennt. Es kam nach dem Krieg durch eine gewaltige Industrialisierung zu erheblichen Schäden an Land, Luft, Boden und Menschen. Dem Schutze der deutschen Heimat nun hatten sich diese Grünen verschrieben. Richtig so. Ihre Ablehnung der Atomenergie wegen ein paar Zwischenfällen war natürlich Unfug. Man kann doch nicht auf waffenfähiges Uran verzichten. Ganz Deutschland spricht über diesen Film. Wie möchten Sie angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur, wenn Sie wollen. Nach dem weltweiten Bestseller. Deutschland, ich liebe dich! Er ist wieder da, im Kino.